Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check-Video von den ESKA, ach wie war das, ESKA i900 Pro Kopfhörern. Müssen jetzt erstmal die Xbox anmachen. Rudi hat sich bereit erklärt, das mit mir zu testen. Jetzt machen wir das hier unten rein. Ich brauche auch unbedingt noch so ein Adapterstück. So. Oh, schön laut. Ja. Test, test, test. Achso, hier ist ja gar nicht so. Freunde, Rudi ist auch online. Einladen, Party. Rudi ist zur Party eingeladen. Ein wunderschön. So, warte mal, Alexa, Soundbar aus. So. Hörst du mich gut? Ja, ich höre dich auch doppelt. Warte mal, wo ist denn jetzt hier das Rad? Wo war denn hier das Drehrad? Mensch, hatte ich doch eben. Ah, hier. So, dann mache ich mal ein Stück leiser. Sag mal was. So, Test, 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 so. Warte mal, sag mal jetzt was. Warte, 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 warte. Ich muss mal hier stumm machen. So, jetzt. So, jetzt bin ich wieder am Mikrofon an. Der Mikrofon war aus jetzt gerade. Da muss er doch meiner Xbox liegen. Wir gucken mal. Ich höre dich immer noch echohaft. Ich bin jetzt nicht mehr in der Party drin. So. Also Rudi versteht mich gut. Ich habe bei Rudi aber immer noch ein Echo, so wie bei meinen anderen Kopfhörern auch. Das muss ich erstmal rauskriegen, das Problem. Ich mache mal kurz einen Cut. So, der Rudi und ich, wir haben das jetzt getestet. Bevor Rudi gleich was sagt, ich habe das nämlich so eingestellt, dass Rudi hört, muss ich was zu den Einstellungen der Xbox sagen und wie das funktioniert. Also, erstens, ich habe mit Klinke am Controller dran, hat super geklappt. Andere Klinkekabel haben dann nicht gleich funktioniert, die hatten Wackelkontakt und da musste ich dann ein bisschen drehen und zwei, dreimal rein und raus machen und dann hat es funktioniert. Mit dem hat es gleich funktioniert. In den Einstellungen der Xbox. So. Warte mal, muss ich mal so machen, dass ich auch das sehe. So. So, in den Einstellungen der Xbox. Ich habe jetzt einfach mal das Stummschalten ausgemacht, dass praktisch der Ton auf Headset und auf Lautsprecher gleichzeitig kommt. Weil dann könnt ihr jetzt den Rudi hören. Sag mal Hallo, Rudi. Hallo, hallo. So, und egal was ich mache, auch wenn ich das hier stumm schalte, sag mal noch mal was. Jetzt hört ihr den Rudi nicht. So, jetzt hört er ihn wieder. Wenn ihr hier, also das ist jetzt meine Persön was mir persönlich aufgefallen ist, woran es liegt, kann ich euch nicht beantworten. Wir haben hier die Möglichkeit, Headset, Lautsprecher und Headset und Lautsprecher auszuwählen. Sobald ich hier Headset und Lautsprecher habe, egal ob ich hier einen Haken setze oder nicht, damit es gleichzeitig ausgegeben werden soll, habe ich ein Echo. Nur Lautsprecher auch. Und wenn ich auf Headset mache, sag mal was, Rudi. Ja. Jetzt höre ich den Rudi, ihr hört ihn nicht, weil er nur auf Headset ist. Sag mal was.
Hallo, hallo, Test, Test. So, jetzt habe ich ihn auf Headset, aber auch ihr hört ihn auch über den Lautsprecher, obwohl ich gesagt habe, nur Lautsprecher. Wenn ich jetzt hier sage, dann ist er, sag mal nochmal was. Sag mal nochmal was. Nee, jetzt kommt er wieder gar nicht darüber. So. Und hier haben wir dann halt beides wieder. Aber bei Headset und bei Lautsprecher ist ja Echo drin. Also ich höre Rudi mit einem Echo. Wenn ich aber hier den Haken reinmache, sag mal was, ist er ganz klar zu verstehen. Also da müsst ihr aufpassen, den Haken reinsetzen. Ich mache ihn jetzt aber mal raus, damit ihr den Rudi hören könnt. Ich mache jetzt mal hier auf Headset und Lautsprecher. Wie gesagt, erstmal sage ich was dazu. Ich verstehe Rudi sehr sauber, sehr klar. Kein großartigen Hintergrundgeräusche, also eigentlich gar nicht. Funktioniert super. Ich habe ihn auch gleich verstanden. Wir haben auch die Controller einfach mal im Betrieb hier gewechselt, also vom Kabel abgezogen vom Elite und auf den normalen Controller ruf und wieder zurück, wurde sofort wieder erkannt. Wir konnten sofort wieder quatschen, ohne dass nervige Hintergrundgeräusche, störende Hintergrundgeräusche waren. Das Headset ist, kann man sehr laut einstellen, das ist sehr positiv. Negativ ist, dass das dann, wenn es zu laut ist, halt praktisch über das Mikrofon was mitgefilmt werden kann. So. Das ist jetzt erstmal mein Empfinden. Jetzt äußert sich mal der Rudi dazu. Ja, also hallo Leute, also das Headset, also beziehungsweise das Mikrofon klingt richtig sauber. Also ich kann den Odin richtig top verstehen, genau wie in seinem Mikrofon im Stream. Und es hat aber ein leichtes bis mittleres Hintergrundrauschen. Das könnte bei längeren Gesprächen vielleicht ein bisschen stören, aber für den Preis ist das meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Mikrofon und tipptopp. Ja. Also, wenn man guckt, in Schwarz kostet es, glaube ich, nur 33, in Grün-Schwarz, Schwarz-Rot 33, in Grün-Schwarz, glaube ich, 39 Euro. Also, da ist es zu verkraften. Und es hört sich um Längen vom Mikrofon her, wie Rudi gesagt hat, besser an als mein G935, wenn ich das angeschlossen habe. Ja. Okay, und auch besser als dein EPOS-Headset. Und auch besser als das EPOS? Definitiv. Also das definitiv, also im Verhältnis zu das, was wir schon mal getestet hatten, das EPOS gestern, definitiv besser. Also ich bin wirklich erstaunt. Das ist meiner Meinung nach sogar besser das Mikrofon als beim HyperX Cloud. Für den einen oder anderen vielleicht interessant. Ui, Ja. das ist gut zu wissen, weil du hast sie ja schon durchgetestet. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Weil Tipptopp. ich habe ja noch nicht so viele Headsets damit so testen können damit und so. Ist halt immer so, ich mach mal, opa, da kann man sagen, zu mir, dann seht ihr mich, dann ist es nicht so eintönig für euch. Das ist halt immer so die Sache, was ich euch auch schon ein paar Mal gesagt habe, es ist halt nicht immer alles doof, was aus China kommt und nicht immer teuer ist gleich gut. Wie jetzt zum Beispiel mein Ansteckmikrofon, was ich jetzt gerade habe. Das ist auch ein normaler Preis gewesen. Es gibt auch teurere. Aber es ist trotzdem gut. Klar sagt man auch. Nee, sind die Nachbarn, okay. Klar sagt man immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Aber es gibt auch genügend Sachen, wo man, wie gesagt, ich habe ja das 900 normal auch schon getestet. Das habe ich aber damals nur an der PlayStation testen können. Das hat meine Tochter ja im Einsatz und die ist damit sehr zufrieden. Die hört auch im Fortnite, wenn hinter vor ihnen irgendwas ist und so. Die ist damit sehr zufrieden. Also das muss ich sagen, das hat sich bei den Händlern aus China, bei vielen, da sehr viel getan, dass billig nicht immer gleich schlecht ist. Da kriegt man für einen schmalen Preis manchmal schon ein Headset, was an die teuren Headsets sehr, sehr nah rankommt. Wie gesagt, Rudi sagt sogar, dass das Mikrofon sich bei diesem 39-Euro-Headset besser als von dem H3 von EPOS sich anhört, was ich getestet habe. Das hatten wir nämlich gestern im Einsatz. Definitiv. Und das will viel heißen. Ich höre immer selten irgendwie Unterschiede. Also auch dieses Hintergrundrauschen nehme ich jetzt persönlich gar nicht so wahr. Meine Ohren sind auch nicht mehr so gut. Rudi sind da besser. Da verlasse ich mich dann auf sein Hörempfinden.
Aber selbst so vom Tragekomfort bin ich zufrieden. Hier im Mikrofon kann ich nah ran machen, ich kann es weit weg machen. So. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, wenn es halt bei mir zu nah dran ist, weil ich sehr laut atme durch mein Asthma, springt das ab und zu an und dann hört Rudi halt Hintergrundgeräusche von mir. Das ist aber halt. Aber dein Atmen selber nicht, also die Hintergrund, also das muss auch irgendwie wahrscheinlich gefiltert werden von dem Headset, denn das hört man gar nicht. Oh, Dein also Atmen. Hintergrundgeräusche hört er gar nicht, die werden gefiltert, habt ihr gehört. Aber mein Atmen auch nicht, aber es springt halt kurz an. Und dadurch wird dieses Rauschen, dieses Hintergrundrauschen, was Rudi wahrnimmt, in dem Augenblick mal etwas mehr und dann nimmt es ja wieder ab. Das meinte ich, das Hintergrundrauschen, weißt du, Rudi? Ja, also bin total, das könntest du fast für den Stream nehmen, das Mikrofon, also das Headset. Ich bin total überrascht. Ja, also, weißt du noch von Feine, das Mikrofon, wo ich auch so überrascht war? Das Ja, Fifine, glaube ich, Fifine oder Fifine, so. genau. Da war ich ja auch da. Also, da habe ich ja auch nicht schlecht gestaunt, dass das teilweise sehr besser sich angehört hat als mein Rode. Ist halt nur mit dem Festmachen ein bisschen doof, weil der Arm da nicht gepasst hat oder so. Aber Fifine hat viel Feedback gegeben und hat gesagt, das wäre eine Überlegung wert, das beim nächsten Mal zu verbessern. Dass es mit Standard Mikrofonarm auch kompatibel ist. Das klingt schon mal gut. Also wie gesagt, nicht immer teuer gleich gut. Preisgünstig tut auch. Und habt ihr jetzt auch aus dem Mund von Rudi gehört. Und wie gesagt, Tragekomfort ist gut. Also ich kann mich da nicht beschweren. Und die Möglichkeiten, die wir hier mit haben, wir können es am Xbox-Controller anschließen. Wir können es am PlayStation-Controller anschließen. Wir können es mit einem Kabel an einem Laptop anschließen oder am PC, wo halt also dieser dreipolige Klinkeanschluss vorhanden ist. Wir haben aber einen Adapter mit bei von dreipolig auf zweipolig, dass wir Mikrofon-Kopfhörer extra haben. Wie ich aber im Video davor schon gesagt habe, finde ich da die Kabel etwas wackelig, also dünn. Wenn man hier guckt, hier haben wir einen schönen dicken Kabel. Ja, also wirklich einen sehr schönen dicken Kabel. Und da dann diesen fitzeligen USB-Kabel, Y-Kabel, finde ich schwach. Also da muss man nachbessern. Vom Gesamtbild. Ist aber jetzt meckern auf hohem Niveau, muss ich sagen. Und dann halt der USB-Kabel ist auch geschoben und ist auch so dick und der macht auch einen guten Eindruck. Der funktioniert dann halt für PC. Wenn ihr das am PC nutzen wollt, könnt ihr das mit USB zum Beispiel nutzen oder an der PlayStation. Also an der PlayStation 4. An der Xbox leider nicht. An der Xbox gibt es halt nur die Möglichkeit mit dem Kabel am Controller. Aber vielleicht, wenn ich so ein Adapterstück hier irgendwie nochmal kriege und das dran bammel und dann, da ist ja auch ein Filter noch mit bei, vielleicht wird das Hintergrundrauschen dadurch ja noch was weniger, Rudi, was sagst du? Ja, also wie gesagt, wenn du jetzt etwas länger sprichst, ist von dem Hintergrundrauschen auch nichts mehr Ui. zu hören. Wenn du jetzt nur kurz so, ja, okay, also so kurze einzelne Worte, sag ich mal, dann hört man es. Aber es ist nicht wirklich näher. Also für den Preis meiner Meinung nach oder als Zweit-Headset für Notfall Jo, verkaufbar. absolut empfehlenswert. Definitiv. Also da bin ich selber auch ziemlich überrascht. Jo, also halten wir fest, es funktioniert super. Für den Preis ein Knaller. Von mir eine Empfehlung, von Rudi eine Empfehlung. Und das will viel heißen. Rudi hat beim Mikrofon immer sehr viel zu meckern. Ja, also ich höre es ja selber jetzt momentan über Beyerdynamics MMX 300 Headset. Also wunderbar, tipptopp. Ich bin zufrieden. Also tipp. Super. So, dann würde ich das Video jetzt hier mit beenden. Ich hoffe, ihr konntet euch damit ein bisschen helfen. Wir werden es natürlich jetzt noch weiter testen. Vielleicht werde ich es auch mal im Hangout nutzen oder so. Und ja, wie gesagt, das Mikrofon könnt ihr auch abmachen, wenn ihr das nicht wollt. Könnt ihr abdrehen und dann legt das euch in den Schrank oder was weiß ich. Dann nehmt das als normale Kopfhörer, geht auch. So, noch eine kleine Anmerkung. Ich habe das Ende mal kurz abgetrennt. Nach dem Video habe ich das noch am PS4-Controller getestet mit Rudi zusammen. Quatsch, PS5-Controller getestet mit Rudi zusammen. Da hat es sich auch sehr gut angehört. Auch das Mikrofon, Ton war alle tipptopp. Das Mikrofon hat Rudi gesagt, hat sich so ja noch ein bisschen besser angehört, als wo es am Xbox-Controller dran war. Aber es hat auch da alles wunderbar funktioniert.
keine irgendwie negative Sachen geschehen oder irgendwas dergleichen. Hat gleich auf Anhieb alles funktioniert. Ich habe Rudi verstanden, Rudi hat mich verstanden. Alles war sauber und klar. Leichte Nebengeräusche, also Hintergrundrauschen. Aber das ist verkraftbar bei dem Preis, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, das war's jetzt. Ich muss noch die Software testen. Da gibt es noch eine Software, dass man 7.1 virtuell darstellen kann auf dem Handy, auf dem Headset. Das habe ich mir schon installiert. Das werde ich aber dann einen anderen Tag in Angriff nehmen. Da werde ich wahrscheinlich ein separates Video zu machen. Ja, dann würde ich sagen, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen natürlich. Alles gleich weiter. Noch die richtige Verabschiedung von mir und Rudi. Ich bin denn jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. Rudi, sagst du noch Tschüss? Jo, hallo und Leute, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.